Herzlich willkommen zur 267. Folge des Space Exploration mit dem Pixel. Hallo. Hallo. So. Doch auch eins, ne? So, da würde jetzt in der Theorie zumindest hätten wir jetzt hier wirklich mehr als genug Kraftstoff. In der Theorie zumindest, ja. Ja, es fehlen jetzt nur noch ein paar Teile. Die baue ich jetzt aber gerade und dann kann das hier losgehen. Weil dann sollten wir theoretisch aus der Basis nichts mehr verbrauchen. Sieben Teiler und dann ist das erledigt. Perfekt. Das ist jetzt die andere Frage. Sollten wir unter Umständen, ja, sollten wir. Ich baue hier unten sicherheitshalber jetzt nochmal ein Dings dran. Na dann. Äh.
den Stromblock nochmal dran. Liebe ist, dass wir einfach die meisten Sachen gar nicht so richtig aufbauen können, weil wir einfach keinen Platz mehr dafür haben an den Stellen, wo wir es bräuchten. So, das heißt also, du sagst, wir bräuchten mehr Platz. Bringt doch nichts. Wir bräuchten eigentlich mal irgendwen, der jetzt halt wegfliegt. Aber dafür müsste man halt gewisse Sachen auch haben, aber die haben wir halt nicht. Und die werden wir auch so schnell nicht haben. Weil wir halt für das eine das. Das und das zusammenlegen müssten an irgendeinen Ort. Plus noch Eisen- und Kupferplatten. Das ist halt ambitioniert. Die Frage wäre aber eh, was unser Ziel wäre, wenn wir da hochfliegen, was für Forschung wir auf jeden Fall bräuchten. Ja, können wir noch mal reingucken. Das muss das aus. Das wäre ja dann die Weltraum. Richtig. So, was haben wir denn da so Schönes? Also grundsätzlich. Ich packe jetzt mal bei der Research Queue die Sachen rein, wo ich hundertprozentig denke, dass wir es brauchen werden. Das wäre Richtung das. Gitterküste, ja. Das, ja. Ich würde sagen, auch die beiden. Die sind aber nicht Priorität. Die sind für mich ganz, Nein. ganz weit hinten. Genau so. Sortieren können wir später noch. Artillerie wäre auch nicht schlecht. Du mit deinen scheiß Modulen immer. Das Weltraum-Solarpanel wäre vermutlich auch nicht unwichtig. Die drei sollten wir definitiv auch noch mit reinpacken. Ich habe das Gefühl, du packst gerade alles rein, bis auf ein oder zwei Sachen, die überhaupt das Paket haben. So, macht er die kaputt. Ja, du machst kaputt. Also das wäre das, was halt wichtig wäre.
Wobei die Kondensatorturbine, nee, die Kondensatorturbine macht noch keinen Sinn. Wenn dann vielleicht noch den industriellen Ofen. So, die Frage ist jetzt, was wäre am wichtigsten? Ich denke, Priorität 1, ganz weit, ganz, ganz oben ist das Gerüst. Das kann runter, das kann runter auf alle Fälle. Auch noch ziemlich weit runter. Das kann auch noch runter, das kann auch noch. So, das Gerüst. Schiffdeck. Packst du die Artillerie so weit nach oben? Die Weil die Artillerie ist wichtig ist. so unnötig. Gut, das heißt, du nehmen es raus, dann mach du Platz. Jawohl. Ist eine Sache von 15 Sekunden mit den Mods, die wir drauf haben. Da. Nur weil du Den noch, den komplett noch, faul den bist. noch. Und den noch brauchen wir. Na dann. So, dann fange ich schon mal an, hier meinen Zug mit Dings zu beladen. Mit Benefit. Davon abgesehen, was bringt die Artillerie? Dann überrollen uns die Viecher danach. Tun sie ja jetzt schon. Haben wir genug Essen, Na dann. genug Strom. Schon, was bringt dir Strom, wenn du keine Lasertürme an den wichtigen Stellen stehen hast? Dann setz doch mal welche. Nö. Ich will ja keine Artillerie bauen. Nicht. Steine? Reicht jetzt? Gut.
Das kann nicht euer Ernst sein. Ich hätte eventuell nicht mein Jetpack-Fuel aus dem Inventar klicken sollen. Warum nicht? Ja, ohne Jetpack-Fuel fliegt ein Jetpack nicht so gut. Wie sicher bist du da? Hundertprozentig, weil ich abgestürzt bin. Okay. Im Optimalfall sollten wir dann aber einen Block auch mal kurzzeitig leer lassen, dass wir da von dem Blueprint ziehen können. Ja. Wir haben übrigens auch schöne Aliens, ne? Die sich denken, gerade wir spawnen einfach mitten in unseren Blöcken wieder neu. Das ist auch geil. Ja. Schön, jetzt reißen sie dann eine Kraftstoffproduktion komplett weg. Auch okay. Das kann am besten immer in der Tasche haben und nicht so wegparken. Interessant ist, wie sind die da hingekommen? Von dem Nest, was mitten oben in unserer Basis gespawnt ist, vermutlich, würde ich jetzt grob schätzen. Wo ich immer noch nicht so ganz verstehe, wie das sein kann, weil ich dachte, aber vermutlich liegt es einfach daran, dass wir den Block zu wenig ausgebaut haben bisher, dass die dadurch doch spawnen können. Ja, normalerweise sollten die da eigentlich nicht spawnen können, weil da... Doch, ja können sie. Das ist nämlich Chunk-systemmäßig und die Chunks sind nicht so groß, das ist das Problem. Wir haben halt aber nur bisher da was aufgebaut, aber dadurch ist trotzdem so gefühlt in dem kompletten Bereich noch Spawn möglich. Du musst den Block schon relativ gut ausbauen im Normalfall, damit sie nicht spawnen können. Dafür gibt es auch irgendeine Einstellung in diesem F3-Menü, womit du dir anzeigen kannst, wo das nächste Nest spawnt. Da ist immer noch ein Speier links von dir. Ja, ich weiß. Ich habe nur so gut wie keine kein Leben mehr. Schade. Immer machen die Uranfelder hier keinen Schaden. Immerhin. Mhm.
Also das muss noch, das muss noch. Das vermutlich auch. Das, 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 das. Vermutlich auch das. Da, 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 da. Okay, ich habe noch viel vor mir. So, Wasser kann ich da rum. Kann man hier kurz zwischenparken. Um hier unter Umständen mal ein paar neue Fische zu holen. Meinst du? Ja, ich hoffe es zumindest. Warum drehst du denn nicht da vorne? Vielleicht sollten wir auch mal den Brennstoff kontrollieren, oder? Ich habe gesagt, wartet mal ganz kurz. Was soll denn das? Lass mich doch mal ganz kurz das in ist Ruhe. So kacke. Wir haben schon so einen hohen Faktor, dass du teilweise Nester nachgespawnt bekommen hast, an Stellen, wo du vor ungefähr 25 Sekunden schon die weggehauen hast. Okay. So ist jetzt. Nein, mein Überlebensanzug ist ja noch nicht fertig. Meine Links hier. Medipacks. Weißt du, was fertig ist? Die Folge. Nee, eigentlich nicht. Kommt wieder sein Rausgezögerer für 5 Minuten. Eigentlich nicht. Jetzt bin ich fertig. 3, 2, 1. Ach nee, das ist was anderes. Tschüss. Tschüss.